Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Die russische Opposition hat an diesem Wochenende einen ihrer größten Hoffnungsträger verloren, Boris Nemtsov. Eigentlich wollte er heute durch die Straßen Moskaus laufen. Auf einer Großdemonstration gegen Putins Ukraine-Politik, die er mitorganisiert hatte. Doch Boris Nemtsov wurde hinterhältig erschossen und aus dem Protestmarsch wurde ein Trauermarsch. Zehntausende Moskauer waren gekommen, um ein mutiges Zeichen zu setzen. Wenn wir schon nicht erfahren werden, wer Boris ermordet hat, sagte eine Demonstrantin, dann wollen wir zumindest in seinem Namen das fortsetzen, was er so unerschrocken tat. Boris steht hier auf dem Plakat und wenn man noch einen russischen Buchstaben an den Namen Boris hinten dran hängt, dann heißt das übersetzt Kämpfe. Über den Protest heute in Moskau, Goline Atay. Stille Trauer. Die Stimmung ist düster, als sie am Nachmittag Boris Nemtsovs gedenken. Ein Meer von Nationalflaggen, als ob sie zeigen wollten, wer die wahren Patrioten sind. Nemtsov selbst hatte die russische Fahne getragen, als er zuletzt für die Ukraine und für politische Freiheiten demonstrierte. Zehntausende unter dem Blick der Staatsmacht. Er wurde ermordet von diesem Regime, zweifelsohne, von den Vertretern des sogenannten Anti-Maidan. Das sind Menschen, die ausgebildet wurden, um gegen die Opposition vorzugehen. Ich schäme mich für mein Land, das früher so ein großes Land war. Das ist eine Schande für die Regierung, für den Präsidenten. Propaganda tötet. Während die Teilnehmer die, so wörtlich, enthemmte Staatspropaganda für den Mord am Kreml-Kritiker mitverantwortlich machen, konzentrieren sich die Ermittler auf islamistische oder ukrainische Drahtzieher. Ob die Partnerin Nemtsovs unter Hausarrest steht oder bewacht wird, ist derzeit unklar. Gestern strahlte ein Moskauer Sender ein Video aus, angeblich von einer Überwachungskamera. Es soll Nemtsov und seine Freundin zum Tatzeitpunkt zeigen und ein genau dann vorbeifahrendes Straßenreinigungsfahrzeug. Sekunden später scheint jemand von diesem Fahrzeug wegzurennen und in ein anderes Auto einzusteigen. Seine engsten Gefährten fassungslos. Die Journalistin Olga Romanova ist entsetzt über die polarisierte russische Gesellschaft. Es ist soweit, dass an dem Todestag von Nemtsov ganz normale Bürger, die sich gut situiert, patriotisch, orthodox und gläubig wähnen, sozusagen in das offene Grab spucken, auf der Leiche tanzen und uns Oppositionellen wünschen, in der Hölle zu verbrennen. Schwere Zeiten stehen uns bevor. Dessen sind sich die Kritiker von Putins Machtapparat sicher. Was bedeutet dieser Mord für Russland und für die russische Opposition? Ein Mann, der die Gesellschaft unter Putin schon lange beobachtet, ist der auch über Russlands Grenzen hinaus bekannte Schriftsteller Viktor Jerofejew, den ich nun zu Hause in Moskau in seiner Wohnung begrüße. Guten Abend, Herr Jerofejew. Heute sind in Moskau so viele Menschen wie schon lange nicht mehr auf die Straße gegangen. Könnte das ein Anfang einer neuen Protestbewegung sein? Ja, man kann das so sagen. Es wird eine neue Protestbewegung geben. Der Grund ist, weil wir schon das Äußerste erreicht haben. Und der Mord an Nemtsov bedeutet, dass die Atmosphäre von Lüge und Hass anfängt, Mörder zu produzieren. Diese Atmosphäre gebiert Killer. Das ist viel komplizierter, als wenn einige Machtelemente an dem Mord beteiligt wären. Und das tötet alles, und der Mord wird zu einem Mittel von jedem mit jedem. Herr Jerofejew, Sie waren persönlich mit Boris Nemtsov befreundet. Haben Sie geglaubt, dass dieser unerschrockene Mann plötzlich auf offener Straße erschossen wird? Haben Sie sich Sorgen gemacht?
Ja, wir waren Freunde und es ist unmöglich, sich das vorzustellen. Vorzustellen, dass er erschossen wird auf einer Straße neben dem Kreml. Es ist unmöglich, sich das Ganze vorzustellen. Ich konnte mir vieles nicht vorstellen. Den Krieg mit der Ukraine, die Isolation von Putins Russland, das Unverständnis des Westens. Ich habe mich in den neuen Realitäten verloren. Ich kann heute sagen, dass wir in einem neuen Land leben, und man muss in diesem neuen Land von neuem lernen, sich mit ihm zu arrangieren und in ihm zu leben. Herr Jerofejew, Sie sind nicht nur ein scharfer Beobachter der russischen Gesellschaft. Ihre eigene Familie ist russisch und ukrainisch. Wagen Sie für uns einen Ausblick. Wie wird dieser Ukraine-Konflikt ausgehen? Von der weiteren historischen Perspektive denke ich, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland mit einem Frieden enden wird. Genauso, wie es zwischen Deutschland und Frankreich gekommen ist. Wir werden zum Thema Freundschaft zurückkehren. Aber wahrscheinlich werden das erst unsere Enkel erleben. Und was die nähere Perspektive betrifft, den morgigen oder übermorgigen Tag, da hängt das alles von einem einzigen Menschen ab. Und sein Familienname fängt mit dem Buchstaben P an. То все зависит только от одного человека, и он его фамилия начинается с буквы П. Keine optimistischen Aussichten. Vielen Dank für das Gespräch, Viktor Jerofejew in Moskau. Большое спасибо и до свидания, Германия. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Willkommen nach Deutschland. Zum dritten Mal in 6 Wochen musste die Polizei gestern eine ganze Stadt in Aufregung versetzen und vor einer möglichen Gefahr durch islamistische Terroristen warnen. Nach Dresden und Braunschweig, an diesem Wochenende nun Bremen. Dort hat ein gewaltbereiter Libanese den Großeinsatz ausgelöst. Der mutmaßliche Salafist soll sich eine große Menge Maschinenpistolen beschafft haben. Gefunden hat die Polizei diese Waffen jedoch auch heute nicht. Andreas Neumann berichtet. Absperrgitter für den Fanansturm zum Bundesligaspiel. Polizisten in Bremen sind am Nachmittag im Stadtbild nur bei Routinearbeiten zu sehen und um am Weserstadion für Ordnung zu sorgen. Es gibt keine akute Terrorwarnung mehr und lediglich vor der jüdischen Gemeinde patrouillieren noch schwer bewaffnete Beamte. Gestern Nacht hatte die Polizei noch in mehreren Bremer Wohnungen nach Maschinenpistolen gesucht, die sich ein 39-jähriges Mitglied der Bremer Islamistenszene beschafft haben soll. Eine Bundesbehörde hatte den letzten entscheidenden Hinweis gegeben, dass Terroranschläge geplant gewesen seien. Am Mittag verkündete der Innensenator, dass aber keine Waffen gefunden wurden. Die Situation habe sich entspannt. Ich bin eigentlich froh darüber, dass wir keine Waffen gefunden haben. Und es wird auch kein Grund, nun unsererseits traurig zu sein, dass nichts passiert ist. Im Gegenteil, wir sind sehr erleichtert. Bei der Bremer Staatsanwaltschaft wird aber auch seit geraumer Zeit gegen den 39-jährigen verdächtigen Islamisten ermittelt. Konkret geht es darum, dass wir aufgrund von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen den Verdacht haben, dass dieser Beschuldigte sich Kriegswaffen verschafft. Es handelt sich hierbei um Maschinenpistolen und automatische Waffen und diese an Personen weiterleitet, die dem Islamischen Kulturzentrum im Breitenweg nahestehen. Dieses Kulturzentrum wurde gestern ebenfalls durchsucht, auch hier aber keine Spur von den Kriegswaffen, mit denen der verdächtige Islamist Gesinnungsgenossen versorgen wollte oder schon versorgt hat. In Bremen bleibt die Unsicherheit, ob der Waffenankauf der radikalen Islamisten im Versuch stecken geblieben ist oder ob die Szene sich mit Maschinenpistolen versorgt hat. Bundesfinanzminister Schäuble will der Bundeswehr mehr Geld geben. Damit beginnen die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder. Schäuble sagte der Bild am Sonntag, Deutschland werde angesichts der Krisen in der Welt von 2017 an höhere Leistungen für Verteidigung schultern müssen. Das gelte noch nicht für das nächste Jahr, weil die Industrie nicht so schnell große Rüstungsgüter liefern könne. Am Freitag hatte Verteidigungsministerin von der Leyen angekündigt, einige Sparpläne ihrer Vorgänger rückgängig zu machen. Bei der Parlamentswahl in Estland hat die regierende Mitte-Links-Koalition ersten Ergebnissen zufolge einen klaren Sieg errungen. Das Regierungsbündnis von Ministerpräsident Rövas könnte auf eine absolute Mehrheit im Parlament kommen. Klarer Verlierer der Wahl wäre demnach die pro-russische Zentrumspartei. Die Wahl stand unter dem Eindruck des Ukraine-Konflikts. Beherrschende Wahlkampfthemen waren daher die Außen- und Sicherheitspolitik.
Die für diesen Monat geplante Parlamentswahl in Ägypten muss verschoben werden. Das Verfassungsgericht erklärte die Einteilung der Wahlkreise für rechtswidrig. Die Wahlkommission kündigte an, so schnell wie möglich einen neuen Zeitplan aufzustellen. Ägypten hat seit mehr als 2 Jahren kein Parlament mehr, weil das Gericht die vorige Wahl für ungültig erklärt hatte. Seitdem regiert Präsident Sisi mit Verordnungen. Der erste Block des umstrittenen Kohlekraftwerks Hamburg-Moorburg ist ans Netz gegangen. Ursprünglich sollte der Neubau bereits 2012 fertig sein. Der Staat hatte sich aber unter anderem wegen Umweltauflagen immer wieder verzögert. Laut Betreiber Vattenfall gehört die Anlage zu den umweltfreundlichsten Kohlekraftwerken in Europa. Umweltschützer kritisieren den hohen CO2-Ausstoß. Damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Und da hat der VfL Wolfsburg gezeigt, warum er ein ernstzunehmender Konkurrent für die Bayern ist. Katja Wunderlich. In einem außergewöhnlichen Duell zwischen Werder Bremen und den Wölfen fielen beim Aufeinandertreffen der beiden besten Rückrundenteams Schlag auf Schlag insgesamt 8 Tore. Dabei stellte Wolfsburg mit der 11. ungeschlagenen Bundesliga-Partie in Serie seinen Vereinsrekord aus dem Meisterschaftsjahr ein und festigt nach diesem 5:3-Erfolg im Nordderby gegen Bremen Platz 2 hinter Tabellenführer Bayern München. W wie Werder. W wie Wolfsburg, W wie Wahnsinn. Oder was soll man sonst sagen zu diesem Fußballabend an der Weser? Unbeschreiblich. Nee, also ja, ich denke, für die Zuschauer wäre es natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Auf alle Fälle war es ein Spektakel. Hat mitgerissen. Und das von Anfang an. Werder und Wolfsburg mit großartiger Unterhaltung. Bremen in Grün nach 8 Minuten. Öztunali auf Junusovic 1:0. Früh gefreut heißt in diesem Spiel aber zu früh gefreut. Denn nur 78 Sekunden später, Wolfsburg über Schäfer. Bremens Torwart Wolf mit diesem Fehler, Daniel Caligiuri 1:1. Und in diesem Tempo geht es weiter. Eine Viertelstunde gespielt, wieder Bremen. Diesmal ist Di Santo da, 2:1. Kaum zu glauben, dass diese Mannschaft im Dezember noch Tabellenletzter war. Wir haben Wolfsburg die Stirn geboten und wer hätte das vor 3 Monaten zugetraut, dass wir so im Fußball gegen eine Spitzenmannschaft spielen. Doch Wolfsburg ist eben eine Spitzenmannschaft und deshalb immer gefährlich. De Bruyne auf Arnold, 2:2. Wieder der Ausgleich, wieder nicht einmal 2 Minuten nach der Bremer Führung. Doch auch Werder ist in diesem Spiel immer für ein Tor gut. Ekbal Junusovic, Felix Kroos, 3:2 und es ist ein kurioses Eigentor. Wolfsburgs Virinha lenkt den Ball hier ins eigene Netz. Was für eine erste Halbzeit, da muss sich auch Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking erstmal sammeln. Der Trainer meinte, dass unsere Chance kommt, aber wir haben noch 45 Minuten Zeit und müssen ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Da hat die Mannschaft wohl nicht richtig zugehört, denn Wolfsburg legt jetzt richtig los. Nur 2 Minuten nach der Pause, Kevin De Bruyne auf Bas Dost, 3:3. 2 Minuten später fast das gleiche Bild. Wieder De Bruyne, wieder Dost, 4:3 Wolfsburg. Bas Dost, der Holländer mit dem 13. Saisontor, 11 davon in der Rückrunde. Ein Mann wie dieses Spiel. Wahnsinn. Kevin spielt mir 2-mal überragend an und das macht er öfter. Das hat er dieses Mal wieder gemacht. Dann ist es mein Job, den reinzuschießen und das habe ich heute wieder gemacht. Bas Dost auch am letzten Tor beteiligt, wenngleich aus Abseitsposition. Diesmal legt der Holländer für Caligiuri auf. Wolfsburg zum 5:3 nach 53 Minuten. Der VfL zerlegt eigentlich gute Bremer innerhalb von nur 5 Minuten und bleibt die Mannschaft der Rückrunde. Wir haben eine Riesenbelastung im Moment, aber wie die Mannschaft das immer wieder wegsteckt und sich immer wieder aufrafft, ja, das geht halt nicht besser im Moment. Schade, dass nicht nach der ersten Halbzeit abgepfiffen worden ist, oder? Stimmt, das echt war Fehler von Schiedsrichter. Immerhin, ihren Humor haben die Bremer nicht verloren, nach der ersten Niederlage im Jahr 2015. Bei Aufsteiger SC Paderborn gab es heute nach der 0:2-Pleite bei Borussia Mönchengladbach ziemlich lange Gesichter und natürlich auch akute Abstiegssorgen. Anders die Situation beim Team von Lucien Favre, das bisher kein Bundesligaspiel direkt nach einem internationalen Vergleich gewinnen konnte und in der Zwischenrunde der Europa League auch noch bitter gescheitert war. Der Fluch ist besiegt. Endlich. Lucien Favre pustet durch. Fans und Spieler genießen diesen seltenen Moment.
ein schönes Gefühl. Also ist natürlich schade, dass es bisher noch nicht geklappt hat, aber ja, wie gesagt, ich denke mal, heute der Sieg geht auch völlig in Ordnung heute. Trotzdem starten die Paderborner hoffnungsvoll in die Partie. Auch sie wissen schließlich, die Borussia schwächelt gern nach Europa-League-Spielen. Alban Mehans Kopfball aber ist zu unpräzise. Gladbach schaut erstmal hinterher und die Nationalspieler Christoph Kramer und Max Kruse schauen sogar nur zu. Trainer Favre vertraut heute lieber fünf frischen Kräften, darunter auch Fabian Johnson. 1:0 für Gladbach. 18. Minute. Lukas Kruse ist machtlos und auch ziemlich angefressen, denn der Fuß von Paderborns Ziegler gibt dem Ball eine ganz andere Richtung. Favres Rotation macht sich bezahlt. Das Tor ist glücklich, die Führung aber verdient. Doch die Gladbacher machen nichts aus ihren Chancen. Auch nach der Pause sind sie klar besser. Doch unwiderstehliche Torgefahr kann auch Raphaels Kopfball nicht verbreiten. Es bleibt eine Zitterpartie. Heute muss ein bisschen mehr Tore machen, denke ich. Aber wir sind zu Null geblieben. Das war wichtig, das war eng. Schüsse von Mea mit links. Oh ja, dieser Meha. Der hat auch im zweiten Durchgang den Ausgleich auf dem Fuß. Jan Sommer rettet hinten die Null. Es bleibt bei der knappen Führung bis zur 81. Minute, bis dem eingewechselten Patrick Herrmann der Ball quasi vor die Füße fällt. Ein glückliches Kullertor bringt Mönchengladbach den Sieg gegen in letzter Zeit chronisch torlose Paderborner. Wenn man sieht, wie die Gladbacher ihre Tore schießen, dann ist es scheinbar manchmal ganz einfach. Man schießt aufs Tor, der Ball wird abgefälscht und kullert dann zweimal ins Tor. Es ist der erste Sieg der Borussia nach einem Europa-League-Spiel. Mit zwei Glückstreffern schütteln sie ihren Fluch also ab. Also gehört im Fußball auch mal dazu, dass man mal ein bisschen Glück hat. Heute war es vielleicht auf unserer Seite, auch wenn man jetzt, ich denke mal, mit der Sieg völlig in Ordnung geht. Gladbach festigt damit Platz 3. Vielleicht spielen sie in der kommenden Saison statt der Europa dann die Champions League. Die Tabelle. München mit großem Vorsprung an der Spitze. Wolfsburg weiter auf Platz 2 vor Mönchengladbach und Leverkusen. Schalke und Augsburg auf Europa-League-Kurs. Frankfurt ist 8. vor Bremen. Die zweite Hälfte beginnt mit Dortmund, dann Hannover, Mainz, Köln und Berlin. In der Abstiegszone Paderborn, Freiburg und Schlusslicht Stuttgart. Der frühere Fußballnationalspieler Wolfram Wuttke ist tot. Er starb heute früh im Alter von 53 Jahren. Wuttke spielte in den 80er Jahren in der Bundesliga für Schalke, Mönchengladbach, den HSV und Kaiserslautern. Viermal lief er für die Nationalmannschaft auf. 1993 beendete er seine aktive Fußballerlaufbahn nach einer Verletzung. Felix Neureuther schaffte heute vor heimischem Publikum im Riesenslalom von Garmisch-Partenkirchen Platz 2 hinter dem Österreicher Marcel Hirscher. Der dreimalige Gesamtweltcupsieger hatte im Ziel allerdings einen riesigen Vorsprung von über 3 Sekunden auf Neureuther. Und auch im Eiskanal konnten deutsche Athleten heute jubeln. Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich hat seinen WM-Titel verteidigt. Mit Anschieber Thorsten Magis gelang ihm in allen 4 Läufen Bestzeit. Der Sachse baute seine Führung aus und legte am zweiten Tag auch noch einen Streckenrekord nach. Weltcup-Spitzenreiter Oskar Smelbardes versuchte sich vergeblich an den Topzeiten von Friedrich. Schließlich musste sich der Lette zeitgleich mit WM-Debütant Johannes Lochner Rang 2 teilen. Gold und Silber für Deutschland. Und ein überragender Titelgewinn von Francesco Friedrich und Thorsten Magis. Und vom Wintersport kommen wir am Ende der Sendung noch ganz schnell zum Frühling, der ja eigentlich heute beginnen sollte. Davon war aber leider nichts zu spüren und wird wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Woche, oder Sven Plöger? Nee, wird so gar nicht, Karen. Das sieht alles sehr durchwachsen aus, was wir da erleben. Frühlingsanfang übrigens nur für uns Meteorologen. Weiterhin bleibt der korrekte kalendarische der 20. März. Und jetzt gucken wir uns als allererstes mal dieses Bild an. Großartig, fotografiert von Friedrich Groh. Vielen Dank dafür. Solche Wolken wird man in der kommenden Woche ganz schön viel sehen, die Schauer und vereinzelt auch Gewitter bringen. Das Ganze kommt hier, der Strömungsfilm zeigt es, mit viel Wind. Das ist atlantische, feuchtkalte Luft, die uns begleitet. Und wenn man den 15-Tage-Trend in diesem Fall für konstant
abends anguckt, dann sieht man, das ist die kommende Woche. Es wird immer kälter und kälter. Höhepunkt Donnerstag, Freitag, danach Erwärmung mit großen Unsicherheiten. Das Wetter von morgen am Vormittag ziemlich stürmisch, aus der Nacht raus schon über die Nordsee kommend, Richtung Ostsee weiterziehend. Ansonsten am Alpenrand weiter Regen, Nachmittag Schauer, Schneefallgrenze 5 bis 700 Meter. Ein bisschen Sonne auch immer zwischendurch bei 5 bis 11 Grad. Und das hier sind die Aussichten. Am Dienstag im Süden ruhiger, sonst geht es wechselhaft weiter bei 7 bis 12 Grad. Zusammenfassend die neue Woche, Karen, wird uselig. Trotzdem danke, Sven Plöger. Und wir verabschieden uns. Jetzt geht es hier gleich weiter mit Titel, Thesen, Temperamente. Darin heute unter anderem das Thema, wie geht der Westen mit dem Islamischen Staat um? Gegen 2.50 Uhr meldet sich die Tagesschau mit aktuellen Nachrichten. Und morgen ist in den Tagesthemen Thomas Roth wieder an dieser Stelle für Sie da. Ihnen eine gute Woche. Musik.